あのベアラー兵、新入りかしら。いかにも戦帰りって感じだな。えい。なんだい？赤字の帳簿なんて見ても面白くないぜ。シドのやつ、もう部屋に戻っちまった。付き合い悪いね。やることがあるんだとさ、忙しいこった。お雷鳴がとどろき、定めを知る。鎖を解かれし、男は行く。やあ、僕の歌はどうだい？また聴きに来てくれよ。Wunderschön。お雷鳴がとどろき。Ich schau mich aber erstmal um hier, ne? Oh, ein Schmied. Mine Kao da na. Yoga nai nara, yoso e itte kure. Cool, da stand nur hm. Mine Kao da na. Yoga nai nara, yoso e itte kure. Das war ein langer Satz zu hm. あんた新顔だな。ここは牢屋だ。やましいことがあるやつにしか縁のない場所さ。はい、deine Klappe einfach。洗い場の修繕をしてくれたんだってな。本当助かったぜ。いいってことよ。それが大工の仕事さ。そろそろ新しい剣が欲しいんだ。ブラックソーンに相談してみたらどう？Was war das? Er verwinkelt hier unten. その方の印、あなたもベアラーなのか。Brandmal。生まれながらの奴隷だなんて。Ist das Sklavenzeichen, okay. Oh, scheiße. Er wurde einfach als Sklave markiert. What the fuck, einfach. Boah. Das ist heftig. Und hier sieht man den Ausmaß an Sklaverei, ne? Die haben ja alle das Zeichen. Oh. Krasse Scheiße. Oh, 君は新入りかね？ここでは植物の研究をしているのだよ。ブズモト、アプショーブス。育てる技術があれば、隠れ家で自給自足できるからな。Ich glaube auch nicht, dass sie ihren Jüngsten geliebt hat. Den hat sie nur halt toller gefunden, weil er halt auserwählt war. Und dass sie irgendwelche Vorteile erschafft und ermöglicht hat. Mehr auch nicht. Ich glaube nicht, dass er irgendein Funken Liebe oder so war. Und hätte er diese Fähigkeiten geerbt, dann hätte sie den anderen halt genauso behandelt wie ihn. Ekliges Stück. Ich mag voll das beim Laufen dieses knarzende, knirschende Geräusch, weil er halt so Leder und so auch trägt. Das sind sehr coole Details. ちょっとした仕掛けを考えてるんだが、こいつがなかなかうまくいかなくてな。さて、
クライブ・ロズフィールド、お前あそこで何をしてた？ザンブレック公国軍のベアラーなんだろう。だとしたら戦場の混乱に乗じたドミナント暗殺、おおよそそんなところか。殺そうとして気づいた。なぜ彼女が。それであの子を助けるために仲間を切って一緒に逃げようとしたか。ベアラーが任務を放棄すりゃ極刑と決まってる。逃げたところでその刻印だ。いずれは軍の耳にも入るだろう。大した冷酷ぶりだな、ロズフィールド卿。客への礼儀ってやつさ。ジルをどうするつもりだ。どうもしない。自分の意志で生きてくれりゃいい。利用する気ならもっとうまくやってる。保護してるだけさ。ドミナントやベアラーたちをな。だがこんなことしてりゃ国から目をつけられちまう。ここの連中を守るために一人でも多くの腕利きが必要でね。力を貸してくれないか、クライブ。シドだったな。彼女のことを任せていいか。弟の敵を討つまでは何も考えられない。仇？もう一体の火の召喚獣、それを狩るドミナントを探している。火の召喚獣に二体目がいた。噂は事実だってのか。あの日俺は弟に生かされた。だから泥水をすすってでも生きてきた。弟のジョシアの敵を討つためだけに生きてきたんだ。奴らの監視から逃れることができた。今しかない。これがきっと最後の機会だろう。最後の。ならもう少し付き合え。仲間にはなれない。最後まで聞け。ザンブレクのロストウィングという村にコートから逃れたベアラーたちが集まってる。そこに火のドミナントらしき奴がいると知らせがあった。本当か？どうだ、付き合うか？仇が見つかるまでだ。支度を急げよ。大広間に行きゃ誰かいるだろう。手を貸してもらえ。いいな。うんふん。さて、あとはシドの部屋の片付けだな。前に教えてくれた料理の評判良かったわよ。どこ見たです。あ、あんた、シドが連れてきた。もう何せアンクスイム。確かグッズと言ったな。これから外へ出る。支度をできる場所はあるか。ばあさんの店と火事場があるよ。ばあさんは取り込み中だし、火事場が先だね。この奥にあるから。シリードン。火事場か。行ってみよう。
ま、待って、これを持っていくといいよ。カジシのブラックソーンはお酒が大好きなんだ。多分これで話を聞いてくれる。うん、ひと仕事したら飲みに行こう。いいね。あんたがブラックソーンか。だったらなんだ。用がないならさっさと失せろ。シドとロストウィングに向かう。その前に装備を整えたい。知らねえ野郎のために何だって俺が働かなきゃならん。そういうことか。Ein geruchsintensive Spirituose, die besser geeignet ist, Öl von der Leinwand eines Malers zu entfernen, als getrunken zu werden. Gewährt überanstrengten Soldaten aus Übersee ein paar seltene Momente des süßen Vergessens auf ihren lang beschwerlichen Schiffreisen. Ich sah her. Na, ruhodo. Aitz no irejie da na? Schikata nai.一肌脱いでやるか。どれ。ザンブレクのベアラーヘってのは。え、まあ、schlechte Witze、モーゼ。ひどい装備をしてやがる。まあ、今日だけは特別だ。ありものでこしらえてやるよ。Bei einem Schmied kannst du Ausrüstung verbessern oder neue Ausrüstungsgegenstände herstellen. Wenn du den Bauplan und die richtigen Materialien mitbringst, wähle einen vorgehobenen Eintrag aus der Liste und halte... Okay, verbessern oder herstellen. Okay. Koizu wa sake no dajin da. Jikai kara, sozai wa temei de motte koi. On ni kiru.シドに振り回されんよ、せいぜい頑張んな。Wenn sich im Versteck etwas geändert hat, erscheint rechts oben auf dem Bildschirm ein Hinweis. Neben neuer Ware im Sharons Bütchen und neuen Schmiedbauplänen in blühenden Amboss machen Hinweise auch auf neue Aufträge, Briefe und vieles mehr aufmerksam. Neue Inhalte werden im Spiel sowie auf der Karte mit dem Punktsymbol markiert. Okay.何か用か。何を作る？ Verstärken。素材が足りねえみてえだな。じゃあな。手短にな。Wie der Koch sich ja wohl nicht aus, wobei du dir wünschen wirst, dass ich hier kochen würde, wenn du Kerles Eintopf kostest. Es ist so, Sid hat einen Schmied gesucht und ich eine Schmiede. Man könnte sagen, wir haben eine Zweckehe geschlossen. Dank Sids schlauen Köpfchen ist die Schmiede hier die heißeste diesseits der Hölle und das ohne dass Träger dafür verheizt werden müssen. Wie auch immer, wenn du etwas repariert oder umgearbeitet haben willst, bring es zu mir. Ich werde keinen Gil abknüpfen wie Sharon, aber die Materialien musst du selbst besorgen.装備が整った。そう。よかった。着いたぞ。もう少しだ。Der eine Typ kommt mir gerade bekannt vor, der gerade reingebracht wird. Oi, その辺を開けてくれ。Das ist nicht der eine Sklave, dem wir damals geholfen haben? Jare, kyōmo kegarin ga taenai na. Daruga, tega aiteru yatsu, mizu o motte kite kure. Oh, ore ga iku yo.
あっちをお願い。水を汲んでくるから。おい、待て。まったく、なんだって言うんだ。彼らはザンブレクのベアラーを保護したのさ。主が変わってひどい扱いを受けていたようだ。こいつは治療が必要だな。すまんが、タルヤを呼んできてもらえるか。上の階の医務室にいる。タルヤ、急いでくれ。えい、タルヤ、あの医者のことが。あら、お見舞いなら別の機会にどうぞ。彼女眠ってるから。No. いや、あんたを呼びに来た。保護したベアラーを見てもらいたいそうだ。患者はどこ？ああ、下の広間に。Ja, will du mich nicht erst reden lassen? これで大丈夫ね。患者を医務室に運んで。今日は大忙しだわ。ありがとうよ。ベアラーを保護するときはいつも怪我人が。今回はまだうまく助けられた方さ。もっとひどい時もある。お前さんか、シドが連れてきたのは。俺はオットーだ。ここのことなら何でも聞いてくれ。出かける支度をしている。あとは道具を揃えるだけだ。ならカローンばあさんだな。声をかけてみろ。ああ、そうする。助かったぜ。礼はまた今度。ここに居つくつもりはない。礼は不要だ。そう言うなよ。助けられりゃ恩に報いるってのがここの流儀なんでね。Nebenaufträge freigeschaltet. Oh oh. Boah, ey, langsam wird es hier sehr unerträglich drin. Also es ist schon unerträglich, aber... Achte auf Charaktere mit dem grünen Symbol über den Kopf, da dies bedeutet, dass sie einen Auftrag für dich haben. Mhm. Nachdem du einen Auftrag angenommen hast, findest du sie damit verbundenen Aufgaben in der Aufgabenliste. Mhm. Du kannst Aufträge priorisieren, indem du sie im Reiterjournal im Hauptmenü auswählst. Okay. Taskerika. Der Ring lässt auf sich warten. Selbst wenn es jetzt regnet, das nützt mir nichts. Was bringt es denn, wenn es regnet? Dann wird es noch drückender. Es muss draußen kühl werden, ja. Dann dauert es ewig, bis es hier drin mal kühl ist. Go-Aisatz, ne? Mazwa nanottara doda, Shin-Yeri. Kuraibu da. Omae-san.あの子の飼い主だそうじゃないか。シドが拾ってきてからというもの、私が毎日餌をやってたのさ。これからはあんたがちゃんと面倒見てやんな。もう一人にするんじゃないよ。あ、分かってる。トルガルが世話になったな。感謝するなら言葉よりも金をお出し。私は商人の端くれだ。金さえ出しゃ。それなりのものを売ってやる。バスクリンパー、ディズナー。道具が入り用なんだろう。何が欲しいんだい。
持ってきな。こんなところか。どうも。や。ああ、ミスミス。なんだ、腹でも減ったのかい。飼い主からもらいなよ。クライブだったか。これもきっと何かの縁だ。あの小袋を一つあんたにくれてやる。余計に仕入れちまって困ってたのさ。ありがとう。今後とも。Klingt irgendwie ungemütlicher langsam draußen. Oh, bist du süß. Warte, ich guck mal erstmal, hier ist eine Nebenaufgabe. あんた新入りだな。いいところに来てくれた。厨房が忙しくて。Bin echt hin und her gerissen bei dem Game. ちょっとテーブルまで料理を運んでもらえないか。チョコマップ。もちろんただでとは言わないさ。ダチンにその箱の中身をくれてやるからよ。いいだろう。助かるよ。あんたの名は？クライブだ。よろしくな、クライブ。俺はケネス。厨房の一切を取り仕切ってる。さて、運んでほしい料理は三皿だ。どれも出来たてで熱いから気をつけろよ。温かい料理か。Na gut. 口にしてなかったな。Na dann geben wir mal das Essen. Bitteschön. Nummer 1. Schokolade habe ich gebracht. Wie? Ist es schon gemacht? Gut. Danke. Du bist ein neuer, oder? Du hast schon von Kenneths Leuten benutzt. Ich werde die Rechnung bekommen. Haha. Das ist ein neuer. Kämpfe, neuer. Oder andere Dinge. うちの大将はいつも大忙しだな。たまにはさ。あんたの分の料理だ。わざわざ運んでくれたのかい。歩くのが辛いから助かるよ。前の主人に散々働かされて足を痛めてしまってね。でもここはこんな私でも受け入れてくれる。本当にありがたく思っているよ。柔道士でやりやったって話だ。ここも賑やかになったもんだ。昔は人も少ない。今回保護できたであろう。こんなとこに。やれやれ、困ったな。木材が足らなくなっちまった。おお、あんた、ちょうどよかった。Was? Ich muss. Nein, ich muss Essen ausliefern. Oh Gott. Jetzt hätte ich hier mit Aufgabe überschüttet. おお、引き受けてくれるか。壁の修繕をしているところでな。手が離せなかったんだ。大工仕事か。空の文明の遺跡はもともと頑丈ではあるんだが、それでも長年放っておくと崩れちまう。だからこうしてこまめに修繕しとくんだよ。せっかく育てた苗木が潰されちまったら大変だしな。それでその木材というのはどこに行けばもらえるんだ。木材作業所にいるやつに声をかけてみてくれ。必要なもんを教えてくれるはずだ。すまないな。頼んだぞ。Ich muss aber noch die eine Aufgabe abschließen. Hier blinkt so viel. Holy shit.
苦しい。Ach, da oben. So, bitteschön. なるほど。畑仕事にはこんなものまで。おい、食事だ。ああ、読み終わったら食べるよ。ここのみんなの力になりたくてね。今はとにかく役に立つ知識を得たいんだ。早く食べないと冷めるぞ。分かったよ。ありがとう。お、スキッドロース。全て運んだな。ケネスのところへ戻ろう。 お主は見ない顔だな。新入りかね。クライブだ。はじめまして、クライブ。わしの名はハポクラテス。いや、パス。ハルポクラテスに聖ヒペルボレイオス。いや、わお。正しく呼べる者がおらぬのでな。皆からは語り部と言われているよ。 わしはバリス・ゼアの歴史と習俗に興味があっての。あらゆる知識を収集し書き留めておるのだ。しかしここでは得られる知識も限られる。仕事の暇にでも世の中の様子を教えてくれるとありがたい。その時はこのハルポクラテスの備忘録にしたため、いつでも閲覧できるようにしておこう。 Die Mnemothek ist eine umfassende Wissenssammlung, die alle Kategorien abdeckt. Seien es grundlegende Begriffe, wichtige Persönlichkeiten, Geografie oder die Geschichte Valisteas. Im Verlauf der Handlung wird ihr Harpokrates ständig neue Informationen hinzufügen. Hier können auch vergangene Einträge im Kompendium eingesehen werden. Oh, das ist ja cool. Oh, wie geil ist das denn? Oh, nice. Oha. Menschen, die ohne Kristallmagie wirken können in Valesia, werden Trägerinnen und Träger versklavt, sobald man sich ihrer Veranlagung sicher ist. Ein Brandmal auf der Wange markiert ihren Status als bloßes Werkzeug. Eine billige Alternative zu den wertvollen Kristallen. Oh, wow. Heilige Scheiße. Über Jahrhunderte hat es sich in den Köpfen festgesetzt, dass Träger keine Individuen, sondern Eigentum sind, weshalb nur einige Anteilnahme an ihrem Schicksal zeigen. Alter. Magische Wesen von gottgleicher Macht, die in ihren menschlichen Domini schlummern, und nur in Erscheinung treten, wenn diese erwachen. Historisch belegt sind seit jeher genau 8 Esper, jeder einem anderen Element zugeordnet. Man geht allgemein davon aus, dass es niemals 2 Esper denselben Elements geben kann. Ein einschlägiger Beleg hierfür bleibt jedoch bis noch aus. Frauen und Männer, denen die Macht einer Esper innewohnt, auch wenn sie äußerlich nicht von gewöhnlichen Menschen zu unterschiedlich sind, können sie nicht nur ohne Kristallmagie wirken, sondern sich jederzeit in übermächtige Bestien verwandeln, die dazu in der Lage sind, ganze Landstriche zu verwüsten. Für dieses Potenzial werden sie in fast allen Nationen respektiert, aber auch gefürchtet. Eine blutige Schlacht zwischen dem Eisernen Königreich und der Republik Dalmekia im Jahr 873. In der Hoffnung, ihrem langwährenden Konflikt mit den Eisernen ein Ende zu setzen, riefen die Dalmeker ihre Verbündeten aus dem Königreich von Valut zu Verhandlungen auf die Zirnitra-Festung. Alter, die Namen sind alle sehr schwer. Als deutlich wurde, dass von den Valutern keine Unterstützung zu erwarten war, blieb ein Dalmekern jedoch nichts anderes übrig, als wie so oft schon auf ihren Dominus Hugo Kupka zurückzugreifen. Der Hugo! Und so endete die Schlacht in einem gewaltigen Aufeinandertreffen zwischen Titan und Shiva, der Esper der Eisernen, das unzählige Opfer auf beiden Seiten forderte.
Hugo, das tote Land. Warte mal, boah, ich schwitze hier gerade mich. Trockenes Ödland, wo der Äther versiegt ist. Ohne ihn ist kein Einsatz von Magie möglich. Kann kein Leben entstehen und Boden und Wasser färben sich gräulich schwarz. Mittlerweile breitet sich diese sogenannte Fäule immer weiter aus, beraubt Menschen ihre Heimat, vernichtet Flora und Fauna und hinterlässt nichts als Zerstörung. Eine geheime Zuflucht inmitten des toten Landes im Zentrum Styrims. Obwohl ein Überleben dort eigentlich undenkbar ist, machten Cid und seine Verbündeten durch viele Einfallsreichtum das Unmögliche möglich, indem sie das Versteck in nahezu unzerstörbaren gefallenen Ruinen errichteten. Seitdem ist der Ort eine sichere Anlaufstelle für befreite Träger und alle, die für dasselbe Ziel wie Cid kämpfen wollen. Herr Sohn, ach du Scheiße. Als Clive sich von Eisernen umzingelte, in der Nyssa-Schlucht wiederfand, war es Cid, der ihn und Jill im letzten Augenblick rettete und in sein Versteck im Toten Land brachte. Uiuiui. Ach, das ist der Hugo. Kupkas Erwachen zum Dominus der Esper Titanen katapultiert ihn an die Spitze der dalmekischen Politik und brachte ihm großen Einfluss über das Heer und mindestens ebenso großen Reichtum ein. Er hat nur wenig Liebe für sein Heimatland übrig und nutzt seine Position ausschließlich dazu, um sich selbst Vorteile zu verschaffen. Seine Liebe zu Benedicta Hamann ist jedoch echt und jeden einzelnen seiner Verbündeten würde er ohne zu zögern in den Rücken fallen, um an ihrer Seite zu sein. Ja, da passen sie ja beide richtig gut zusammen. Die Befehlshaberin der königlichen Speer Valuz an hohen Verhandlungstischen findet man sie stets an der Seite ihres Herren, König Barnabas, so auch jüngst bei den diplomatischen Gesprächen mit den Dalmekern in der Zenitra-Festung. Doch der König Valuz ist nicht der Einzige, dem sie nahesteht. Auch zu Hugo Kupka pflegt sie eine enge Beziehung. Enge Beziehung. Wanderhuhu. La 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 la. So, Shivas Dominus und Clives Kindheitsfreundin. Nach vielen Jahren der Trennung kam es für die beiden zu einem unerwarteten Aufeinandertreffen in der Nyssa-Schlucht, wo Jill von den Priestern der Eisernen Königreich zum Kämpfen gezwungen wurde und Clive auf Befehl des Heiligen Kaiserreichs Sanberek Shivas Dominus töten sollte. Und so wäre Jill erschöpft von ihrem Duell gegen Titan und müde des Lebens im Knechtschaft der Eisernen beinahe Clives Klinge zum Opfer gefallen, hätte dieser nicht im letzten Augenblick erkannt, wer sie in Wirklichkeit hinter seinem Ziel verbarg. Pia, danke für den Raid. Ach, hier gibt's ja noch mehr. Oh. Beides nicht. Scheiße. Ja, oh, wie süß! Ah. Grummelt ganz schön. Außen. Clives treuer Gefährte, dem Großherzog Elwin als Welpen halb verhungert und erfroren auf einem Schneefeld in den nördlichen Gebieten begegnete. Er las ihn auf und brachte ihn zurück nach Rosalys, um ihn seinen Sohn zu schenken. Seitdem sind die beiden so gut wie unzertrennlich. Clives treuer Gefährte, den Großherzog Elwin als Welpen halb verhungert und erfroren auf einem Das ist fast das Gleiche. Bis zum tragischen Nacht der Flammen am Phönixtor waren die beiden so gut wie unzertrennlich. Clives, okay, das. Ach so, das aktualisiert sich immer ein bisschen. Doch als er ihn 13 Jahre später an Cids Seite in der Nähe-Schlucht wieder sah, waren die beiden wieder sich so vertraut wie irgendwie. Oh, 13 Jahre sind vergangen. Ist zu einem fabelhaften Tier herangewachsen, sondern auch Cid begegnet, dem ein Zuhause gab und ihn zu einem zuverlässigen Jagdhund abrichtete. Oh. Ja, danke für die Vergiftung an Nino. Ambrosia. Clives treues Reittier. Beim sanbrikischen Überfall auf das Phönixtor stürmte Ambrosia ihren geliebten Besitzer zu Hilfe und rettete ihn im letzten Augenblick vor dem sicheren Tod, wobei sie selbst jedoch ein Auge verlor. Also lebt Ambrosia aber noch, oder? Hoffe ich.
Der oberste Befehlshaber der Armee des Königreichs von Valut. Für Verhandlungen über das Entsenden Valuser Verstärkungstruppen im Kampf gegen die Eisernen begleitet er seinen König auf die Sinitra-Festung in der Republik Dalmekia. Den werden wir bestimmt auch noch öfter sehen. Der König Otto. Ja, seine Geschichte haben wir ja mitbekommen. Ja. Ah, dieses Miststück einfach, ne? Das Blöde. Ihr Verrat. Sie ist einfach dafür verantwortlich, dass alles so ist, wie es jetzt ist. Ah, eklig. Ich hoffe, sie kriegt noch das zu spüren. Ja, der ist leider auch verreckt. Ja, der ist auch tot. Sind halt beide auch gestorben. Oh, das wird auf jeden Fall noch eine Menge. Oha. Eine besondere Eulenart, mit deren Hilfe Gedanken übertragen werden können. Wird die Beschwörungsformel aufgesagt, speichert das blaue Mal auf ihrer Stirn Informationen in Form von Äther und gibt sie später ausschließlich an den vorgesehenen Empfänger weiter. Solange ein Stolas eine Nachricht trägt, sind seine Augen komplett weiß. Die Vögel werden vor allem für geheime oder dringliche Botschaften von Machthabern, Adligen und anderen führenden Persönlichkeiten benutzt. Das gemeine Volk hat auf diese wundersame Weise den Nachrichtenverkehr keinen Zugriff. Die Beschwörungsformel Omiya Lost Elan Tu Isak Elise bedeutet übersetzt, mein Wille ist deine Bürde, unentzweibar unser Band. Kackeule. Das garstige Gemisch aus Säure und halbverdauter Beute, das sich im Inneren dieser riesigen, fleischfressenden Pflanze findet, sorgt für einen derart widerlichen Atem, dass sie ihn als Waffe gegen Angreifer einsetzen können. Ich hasse Morbuls. Sie bevorzugen feuchtes Klima. Ja, dann bist du hier auch herzlich willkommen. Das ist ja auch gerade so tropisch. Durch die Ausbreitung der Fäule sind sie seit einiger Zeit auf den vulkanischen Inseln des Eisernen Königreichs, auch in den Sümpfen Rosarias, anzutreffen. Jakobus. Der Chocobus kennen wir halt, ne? Muss ich nicht wirklich vorlesen, aber... Ein Esper des Feuers, die sich erstmal beim Überfall sambrekischer Truppen auf die rosarische Festung Phönixtor im Jahre 860 zeigte. In gleißenden Flammen gehüllt stürzte sich die Kreatur damals auf den Phönix und überwältigt ihn mit fürchterlicher Stärke und Wildheit. Seitdem ist der Esper nicht wieder gesichtet worden. Der Esper des Feuers, die zuletzt im Jahre 860 beim... seinen brickischen Überfall auf das Phönixtor gesichtet wurde. Nachdem der junge Joshua Rossfield die Kontrolle über seine Kräfte verloren hatte. Überlieferungen nach erwachte der Phönix das erste Mal unter den Kindern des Feuers, einem Volk, das einst im Westen Styriums lebte. Durch den Erhalt der Blutlinie im Adel Rosarias sollte garantiert werden, dass sein Dominus immer in der herzoglichen Familie geboren wurde. So, Schiebe. Die Esper des Eises, manifestiert durch ihren Dominus Jill, mit ihrer Fähigkeit, riesige Eisblöcke aus dem Äther zu erschaffen und niederzuschmettern, lässt ihr bloßes Erscheinen auf dem Schlachtfeld ihrer Feinde das Blut in den Adern gefrieren. Die Esper der Erde, manifestiert durch ihren Dominus Hugo Kupka, seine verwandelte Gestalt ist die eines steinhäutigen Riesen, dessen Granitfäuste die Erde mit jedem Schlag erzittern lassen. Titans Dominus erwacht seit vielen Generationen unter den Bewohnern der dalmekischen Wüste und bringt den Empfänger seine Kräfte, Macht und Ansehen im Tausch für das Versprechen, das Land in Kriegszeiten zu verteidigen. Goblin Gigas. Hm? Okay, das ist schon ziemlich cool.